Ja, hallo ihr lieben Goldigen, Marokko-Liebhaber. Ja, ist der Or wer noch nicht weiß, wo Marokko ist, Norden Afrikas, der Orient. Ja, wir haben ja hier die Uhren und ihr habt in Europa die Zeit. Viele kommen jetzt zu mir, sind ausgewandert schon. Film und Fernsehen war bei mir, Schweizer Fernsehen. Jetzt kommt eine neue Serie, demnächst wird gedreht. Es gibt eine Überraschung, das da verrate ich natürlich noch nicht. Das wird etwas Lustiges werden, denn die Berber, wir hier sind ein lustiges Völklein. Mein Hobby ist ja eigentlich die Berber ärgern, sagt man so. So, ich rate auch jedem erstmal, der wo auswandern will, möchte, mal die Koffer zu packen. So, dann aber den Flair, den alten Flair vom Heimatland wegwerfen. Dann setzt ihr euch in den Flieger, fliegt nach Marrakesch, da werdet ihr von uns abgeholt. Was passiert dann? Tja, dann gehen wir auf eine Spionagetour. Wo könnte es euch am besten gefallen? Gönnt euch mal so zwischen 5 Tage, 14 Tage Zeit. Denn einfach die Koffer packen, einfach und hier ein fremdes Land ziehen, das hat ja gar keinen Wert. Das geht schnelles Glück bringt ja meistens Unglück. Ja, das würde ich mal sagen. So dann, und dann natürlich, klar. Ich schleiche mit euch durch die Lande. Wir gehen auf Spionagetour. Die Berber hier in dem Region Essaouira ist ein lustiges Völkchen. Das kann ich euch versprechen. Es wird euch sehr gefallen. Ihr werdet den Flair, wo ihr noch habt, hinten dran schnell vergessen. Ich bringe euch auf eine ganz andere Art hier das Land bei. Also, was heißt hier beibringen? Ihr bringt mir das bei, wie ihr es möchtet, weil ihr kommt hier zu mir, sagen wir mal, wie soll man es ausdrücken, als Fremder. Und wir werden alle so Freunde. Ihr werdet sehr viele Freunde hier finden, die meines und die Einheimischen. Ja, es gibt doch das alte Sprichwort, beschütze mich vor Sturm und Wind und vor Ausländern, die im Ausland sind. Das ist das schnelle Glück dann, nicht? Weil da muss man ein bisschen aufpassen. Ich arbeite ja hier mit allen Behörden zusammen, im ganzen Lande eigentlich, bei Gerichten, Notaren, Abwicklungen, Mietverträgabschlüssen. Aufenthaltsgenehmigung, die wird überläuft, die bekommt er sogar von mir aus gehändigt nachher, weil ich das mit euch regle. Es geht auf schnellste Art und so weiter. Ja, dann werden wir mal gucken. Zwischendrin rede ich noch was rein. Jetzt machen wir einen kleinen Rundgang. Ich bin hier in der Nähe von Essaouira. Eine idyllische Campinganlage mit Hotel. Ist jetzt die Saison, ist es noch nicht, weil der Campingplatz ist noch leer. Jetzt haben wir August 2023, ist ein bisschen warm geworden die letzten Tage, aber man gewöhnt sich auch dran. So, jetzt schleichen wir mal ein bisschen hinter mir her und gehen mal gucken. Schaut euch mal das Schöne hier an. Wunderbar, mit Swimmingpool dort oben. Sieht man dort hinten. Wenn wir die Treppen kurz hochlaufen, aber ja, ich bin auch schon 69 hinten drin, also die Gangart, die geht noch hinten drin, der Kopf ist klar. Schauen wir mal weiter. Da oben ist eine Schwimmanlage. Hier rechts noch davon, hier ist der Haupteingang mit der Rezeption, da schauen wir mal ganz kurz rein, da sind die Fremdenzimmer drin. Das ist ein Riad, also mit Innenhof aufgebaut. So, mit innen so Springbrunnen. Ich möchte jetzt die Gäste nicht stören hier, das ist ja innen eine schöne Sitzecken. Richtig orientalisch, also ist hier herrlich hier draußen. Da kann ich euch auch, wenn ihr einen Kurzbesuch macht, hier mal unterbringen. Das ist auch zu empfehlen. Die haben ein schönes Restaurantbetrieb, haben sie auch günstig. So, jetzt schauen wir mal das Schwimmbad an. Und dann hier wunderschöne Palmen. Ja, die habt ihr hier nicht hinten drin. Übrigens haben wir auch ganz andere Haustiere wie ihr. Wir haben hier Schildkröten, wir haben Eselchen, wir haben Dromedare. Da dürft ihr gerne euch mal draufsetzen hinten dran, mit sehr, 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 sehr guter Fernsicht und voll klimatisiert. So, jetzt schauen wir mal hier. Hier ist das Schwimmbad oben. Ich will nicht ganz hoch gehen. Das sind Gäste, die will ich jetzt hier gerade nicht stören. Ja, das wäre es dann. Ja, es kamen ja sehr viele zu mir. Sicher, alle waren sie nicht einverstanden, aber ich kann nicht der Sesam öffne dich Tresor sein für welche, die wo, wie soll man es ausdrücken, sich dann hier erst anschmeichelten wie ein Kätzchen und dann natürlich hinten hier sich entwickeln. Wie soll man das mal ausdrücken, hinten drin, mal höflicher Art, ich habe hier mal was aufgeschrieben. Das ist doch der Sesam öffne ich, das haben wir ja schon. Ja.
Eigentlich kann ich denen ja danken für dieses Kostproben ihres Niveaus. Viele denken in meinem Umfeld sich jedurch einen Reim darauf. Ich und mein Bekanntenkreis fragen sich gerade, ob ihre Argumente mehr über mich aussagen oder üben sie selbst auf der Überholspur an der eigenen Frustration. Also das kann ich bestimmt nicht heilen. Also heilbar ist es nicht, da muss jeder was zu tun. Also mir kann es egal sein, was hinter mir gesprochen wird hintendrin. Ich habe hier, wie soll man das mal ausdrücken, viele kamen zu mir. Ich könnte schon eine Bibliothek füllen mit Themen oder jedes Wochenende, sagen wir mal, die Lindenstraße in Marokko herausbringen, was alles passiert ist. Weil viele denken sich ja auch, ja, Kätzchen, Kätzchen, und dann sammeln sie hier Spenden und so weiter. Ja, die Spenden kommen nicht an, das wird für Nagellack und Perücken, ja, Haar, Kosmetik probiert, das ist denen ihr Problem, nicht meines. Aber sie sollen zumindest mal diese, ja, wie soll man sagen, den runterfahren mit sich selbst erstmal hintran und am besten nachdenken, bevor man ein Wort hinauslässt. So, dann wünsche ich allen Gute erstmal soweit. Und wir werden uns ja demnächst bald im deutschen, österreichischen, Schweizer Fernsehen sehen. Das wird jetzt ja, Oktober rum wird es gedreht werden. Ich werde auch hier dieses Video in meinen Blog einbauen. Soll keine Abschreckung sein. Ja, ich rate auch jedem, sagen wir mal so, die große Liebe wird man in der fremden Welt auch nicht finden. Das kann ich euch gleich sagen, hinten drinne. Ein Marokkaner kann kein Europäer ernähren, das sollte jedem bewusst sein. Ein Marokkaner kann mehrere Frauen heiraten, sollte auch jedem bewusst sein. Ja gut, es gibt aber auch Situationen, wo es wunderbar bisher geklappt hatte. Also dann alles Gute wünsche ich dann. Viele, viele Grüße aus meinem Marokko. Der Salamiberger, ach ja, nicht vergessen. Ihr habt doch bestimmt Platz in eurem Gepäck, so Dosenwurst und so weiter. Das ist eine Delikatesse. Da lege ich Nachtschichten ein oder eine köstliche gerauchte Salami. Habe ich gar nichts dagegen. Also, bye bye.